Wie kann man Lithium-Eisenphosphat-Akkus problemlos und ohne Nachteile in Reihe schalten? Wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier aus meiner Werkstatt. Ich bin der Michael und heute zeige ich euch, wie ihr Lithium-Eisenphosphat-Akkus in Reihe schalten könnt und was ihr dabei beachten müsst. Wenn ihr zwei, beispielsweise 12 Volt Akkus in Reihe schaltet, dann habt ihr einen Akkupack mit 24 Volt. Und mit 24 Volt habt ihr nur die halbe Stromstärke bei gleicher Leistung. Das ist der Vorteil von einer höheren Spannung, dass der Strom im Vergleich bei der gleichen Leistung sinkt. Und besonders wichtig ist es halt, wenn ihr Verbraucher mit sehr hohen Leistungen habt. Eine geringere Stromstärke, beziehungsweise die halbe Stromstärke, wenn wir jetzt den Vergleich von 12 Volt und 24 Volt haben, dann halbiert sich die Stromstärke. Bedeutet eben auch halber Kabelquerschnitt, somit günstigere Kabel, weniger Gewicht etc. Je nach Wechselrichter können auch die Verluste bei der Wandlung von 24 auf 230 Volt geringer sein als bei der Wandlung von 12 Volt auf 230 Volt. Also auch da kann das Ganze vorteilhaft sein. Was bedeutet Reihenschaltung? Im Prinzip ist es total simpel. Ihr verbindet den Pluspol des einen Akkus mit dem Minuspol vom anderen Akku, das zeige ich euch gleich. Und die beiden offenen Pole, die haben dann 24 Volt Nennspannung, beziehungsweise in dem Fall sind es dann wahrscheinlich um die 26 Volt, 25,6, je nachdem wie die Spannungslagen der beiden Akkus, die ich euch gleich zeige, sind. Und an diese beiden verbleibenden Pole schließt ihr dann eure Verbraucher, euren Wechselrichter, eure 24 Volt Verbraucher etc. an. Die Spannungen beider Akkus addieren sich und die Stromstärke ist überall gleich in der Reihenschaltung. Durch minimale Abweichungen der Innenwiderstände der beiden Akkus und auch der Widerstände der Leitungen durch minimal unterschiedliche Leitungslängen können die Spannungen der beiden Akkus variieren. Die Spannung errechnet sich laut Ohmschen Gesetz durch Widerstand und Stromstärke. Stromstärke ist überall konstant, Widerstand kann leicht variieren, also variiert auch die Spannung. Dazu kommen wir dann gleich nochmal. Erstmal Käffchen. Ich habe hier einen 12,8 Volt Akku, 200 Ampere Stunden plus. Das heißt, der kann 200 Ampere, das BMS kann 200 Ampere Dauerstrom bereitstellen. Und der ist von Red ODU und den habe ich, hier habe ich es draufgeschrieben, den habe ich im Dezember letzten Jahres getestet. Das Testvideo zu diesem Akku verlinke ich euch da oben. Ein meiner Meinung nach guter Akku, der erfüllt, was er verspricht, er funktioniert. Und den werde ich jetzt mit einem zweiten Akku in Reihe schalten. Und dazu hat mir Red ODU den gleichen Akku nochmal geschickt, aber jetzt natürlich aus einer anderen Charge. Das heißt, der Akkupack, den ich jetzt hier bauen werde, hat ungefähr 5,1 Kilowattstunden Kapazität. Bei 2x 12,8 sind wir bei 25,6 Volt und 200 Ampere Stunden. Wie gesagt, alles was ich jetzt tun muss, ist den Pluspol des einen Akkus mit dem Minuspol vom anderen Akku verbinden. Das werde ich jetzt, um es euch zu zeigen, mit diesem Kabel tun. Das ist ein 16 Quadrat Kabel, das heißt, da kann ich jetzt nicht die volle Stromstärke, die möglich wäre, drüber schicken. Hier gehen jetzt vielleicht, ja, ganz sicher 80 Ampere, möglicherweise, weil es so kurz ist, 100 Ampere drüber. Das habe ich jetzt halt da, um es euch zu zeigen, nutze ich das. Wenn ich das System später aufbaue mit einem Wechselrichter, der höhere Ströme ziehen kann, werde ich hier ein entsprechendes dickeres und auch kürzeres Kabel nehmen, weil ich kann den ja auch auf direktem Weg verbinden. Das Kabel konfektioniert ihr euch vernünftig. Dazu empfehle ich euch Rohrkabelschuhe. Und ich empfehle euch prinzipiell immer für sowas flexible Leitung, Fahrzeugleitung. Das wäre jetzt hier eine 25 Quadrat, die ich für was anderes brauche. Auch wenn ihr das euch nur zu Hause hinstellt, nehmt flexible Leitung, nehmt was Hochwertiges. Und zum Verkrimpen reicht ein günstiges Werkzeug. Ich habe das hier seit Jahren im Einsatz. Es verliert zwar ein bisschen Öl mittlerweile, aber es funktioniert. Und damit könnt ihr die Rohrkabelschuhe auf der Leitung sauber verpressen. Ich verlinke euch das ganze Material und natürlich auch die Akkus unten in der Videobeschreibung. Um das Ganze anzuschließen, nehme ich einfach die mitgelieferten Polschrauben. Wenn ich die jetzt verbinde, passiert auch nichts, weil ja die anderen beiden Pole noch offen sind, beziehungsweise weil nichts angeschlossen ist. Hätte ich jetzt da schon einen Wechselrichter dran, könnte es einen Funken geben. Müsst ihr aufpassen, beziehungsweise mit einem Widerstand erstmal den Elko im Wechselrichter entladen, bevor ihr den Kabelschuh auf den Pol legt. Und dann
ziehe ich die entsprechend an. M8 Schrauben, Drehmoment für M8, 25 Newtonmeter, also nicht wie blöd anknacken. Gut. Und dann kommen noch die Abdeckkappen drauf. Und jetzt habe ich ein 24 Volt Akkupack. 26,5 Volt. Das ist jetzt die Summe von beiden Akkus. Das heißt, dieser hier hat 13,33. Dieser hier hat 13,16. Das heißt, das sind 26,49 und 26,5 messe ich. Das ist jetzt halt einfach die Nachkommastelle. Das passt. Und das war's schon, oder? Nee, so einfach ist es natürlich nicht. Das Problem bei der Reihenschaltung ist, es werden ja jetzt immer beide Akkus zusammen geladen und entladen. Und ich habe euch eben schon gesagt, Innenwiderstände können leicht anders sein, Kabellängen und somit auch deren Widerstände können leicht anders sein, beziehungsweise dass auch die Akkus gar nicht exakt gleich viel Kapazität haben. Das reicht, wenn die minimal voneinander abweichen. Somit stellt sich über Dauer ein Ungleichgewicht ein. Es ist nie 100%ig identisch, selbst wenn die aus dem gleichen Los, aus der gleichen Charge kommen. Wenn ihr also beide Akkus über einen längeren Zeitraum miteinander betreibt, ohne sie zwischendurch auszugleichen, dann kann es dazu kommen, und jetzt sind wir bei dem Problem, was nur Lithium-Eisenphosphat-Akkus damit haben, dann kann es dazu kommen, dass eines der beiden BMS abschaltet. Das heißt, ihr ladet die beispielsweise auf, ein Akku erreicht schon 15 Volt, der andere ist immer noch bei 12,5 Volt, dann schaltet er mit 15 Volt ab und dann ist euer gesamtes Akkupack abgeschaltet, weil ja kein Strom mehr fließt, euer Verbraucher funktioniert nicht, etc. Die Hersteller dieser Akkus, alle Akkus, die ich bisher in den Fingern hatte, schreiben, dass man bei einer Reinschaltung alle 3 Monate oder 6 Monate das Akkupack zerlegen soll, letzten Endes, und die Akkus getrennt voneinander voll aufladen soll, also wieder angleichen soll und dann wieder verschalten soll. Und das ist mir natürlich viel zu viel Aufwand, weil ich möchte ein System, was wartungsfrei ist, was einfach funktioniert. Und dafür gibt es natürlich auch eine Lösung, nämlich dieses kleine Gerät hier. Das ist im Prinzip ein Balancer, der nicht die einzelnen Zellen eines Akkus balanciert, sondern die einzelnen Akkus in einem Akkupack. Und dazu gleich noch ein Wort. Ich habe ihn gestern ausgepackt. Und das Erste, was passiert ist, diese verpressten oder von diesen verpressten Ringkabelschuhen ist einer abgefallen. Da sind diese isolierten Ringkabelschuhe dran, die man mit so einer Zange hier, mit solchen Backen verpresst. Und das bestätigt für mich mal wieder, dass das ein Scheiß ist. Deshalb nutze ich die normal überhaupt nicht, sondern ich nutze immer unisolierte und eine vernünftige Krimpzange und krimp das vernünftig an und isoliere es hinterher. Dann kann so ein Mist hier nicht passieren. Das heißt, ich verlinke euch den natürlich auch unten in der Videobeschreibung und wenn ihr ihn kauft, kalkuliert gleich ein paar neue Ringkabelschuhe mit ein und macht das gleich vernünftig. Ich habe jetzt keine da, weil mein ganzer Elektrokoffer auf der Baustelle ist. Das heißt, ich werde das dann nachträglich machen. So, was macht dieses Teil jetzt? Es misst die einzelnen Spannungen der einzelnen Akkus. Deshalb hat es auch mehrere Plus-Minus-Leitungen. Da geht jeweils eine Plus-, eine Minusleitung zu einem Akku. Und das ist jetzt für ein 48-Volt-System gedacht. Deshalb sind da 4 dran. Also man kann 4 Akkus anschließen. Es funktioniert aber auch, wenn man die anderen einfach offen lässt und nur 2 Akkus anschließt. Das werde ich euch jetzt zeigen. Und warum habe ich mir das für ein 48-Volt-System gekauft? Weil ich längerfristig nicht ein 24-Volt-System betreiben werde, sondern dann bei uns später im Haus ein 48-Volt-System. Beziehungsweise nicht 48 Volt, sondern 51,2 Volt, 16 Zellen. Der misst jetzt also die Spannung, die an jedem Akku anliegt. Und wenn der feststellt, dass ein Akku weniger Spannung hat als der andere, dann schiebt der Strom von einem Akku zum anderen. Also er balanciert und somit gleicht er die Akkus an. Und weil ein Lithium-Eisenphosphat-Akku ja die Eigenschaft hat, dass der in einem sehr, sehr weiten Bereich seiner Kapazität eine nahezu identische Spannung hat. Also das heißt, von ungefähr 10% Kapazität bis 90% Kapazität ist die Spannung im Prinzip gleich. Der hat eine sehr, sehr flache Kurve, sehr, sehr flache Lade-Entladekurve. Das heißt, man kann in dem Bereich sehr schwer feststellen,
wie viel Ladung hat er gerade. Und das wiederum heißt, man kann es eigentlich nur in den oberen 10% bzw. unteren 10% seiner Lade- bzw. Entladekurve richtig feststellen. Und das wiederum heißt, ich wollte einen mit einem relativ hohen Balancerstrom und der kann 10 Ampere. Das heißt, so wie ich das Gerät verstehe, schiebt er dann 10 Ampere von einem Akku in den anderen. Und somit erhoffe ich mir bei den großen Akkus, 200 Ampere-Stunden Akkus, dass der relativ zügig dann in dem Bereich die Akkus balanciert kriegt. Das muss er ja auch nicht jedes Mal machen, weil letzten Endes wird ja, bleiben wir beim Laden, wird ja irgendwann die Ladeschlussspannung erreicht. Selbst wenn beide Akkus nicht hundertprozentig balanciert sind, heißt das ja noch lange nicht, dass einer von beiden abschaltet, sondern das ist ja nur langfristig. Wenn ich halt jedes Mal einen von beiden Akkus mehr auflade, immer mehr, immer mehr, immer mehr und der andere dabei immer weniger abbekommt, dann wird irgendwann bei dem einen Akku 15 Volt erreicht, das BMS schaltet ab. Wenn ich das jetzt direkt beim ersten Mal anschließe, beide Akkus in etwa ausgeglichen sind, wird das nicht passieren und der hat ja mehrere Zyklen Zeit, dass er das ausgleichen kann. Aber dennoch, ein hoher Balancerstrom ist meines Erachtens wichtig. Deshalb habe ich das Gerät genommen, das kann 10 Ampere. Dann zeige ich euch jetzt, wie ich den anschließe. So, als erstes repariere ich mal den abgefallenen Kabelschuh. Ich löte den jetzt einfach an, weil wie gesagt, ich habe nichts anderes hier. So, jetzt habe ich es notdürftig repariert, dann kann ich den jetzt anschließen. Und zwar immer natürlich die beiden, die paarweise rauskommen, pro Akku anschließen und nicht irgendwie den einen plus, den anderen minus. Dann kann er nicht richtig messen, beziehungsweise dann kann er gar nicht messen. So, und dann kommt jetzt an den Pluspol der rote. Und an den Minuspol der zugehörige schwarze. Und da fiept er auch schon. Und der fängt übrigens ab 2,4 Volt an zu balancieren. Und ihr könnt ihn auch für Bleiakkus, Nickel-Metallhydrid, Nickel-Cadmium, eigentlich für sämtliche Akkutypen könnt ihr den verwenden. Und er misst eine Differenz oder ab einer Differenz von 0,1 Volt, steht in der Bedienungsanleitung, balanciert er. Ich denke mal, das habe ich jetzt nicht rausgelesen. Ich denke mal, dass er bei einer geringeren Spannungsdifferenz auch mit einem geringeren Strom balanciert. Mal sehen, ob wir da gleich was zu messen können. So, an den zweiten Akku kommt dann entsprechend der zweite Kabelsatz. Auch wieder das Schwarze an Minus. Und der zugehörige rote, das ist der, den ich eben notdürftig repariert habe, der kommt an den Pluspol. Die anderen vier Kabel, die für zwei andere Akkus wären, lasse ich jetzt einfach offen, beziehungsweise ich lasse sie halt so isoliert, dass es keinen Kurzschluss gibt. Und die tue ich jetzt einfach beiseite. So, theoretisch, wir haben ja gemessen 13,33 Volt und 13,16 waren es, glaube ich. Er sollte eigentlich balancieren, weil ja die Differenz größer als 0,1 Volt ist. Schauen wir einfach nochmal die Spannungen an. 13,32. 13,17. Scheinbar macht er sogar schon was. Jetzt versuche ich mal einen Strom mit der Strommesszange zu ermitteln. Gehe ich erstmal auf 2 Ampere. So, springt jetzt ein bisschen. Ja, es fließt ein Strom. Ungefähr 0,45 bis 0,5 Ampere Strom fließen. Komma 4 Ampere fließen hier.
Differenz könnte der Eigenverbrauch von dem Teil sein. Das sieht soweit gut aus. Ich lasse das jetzt mal hier stehen und lasse den mal in Ruhe machen. So, ihr seht, es tut sich was. Die Spannung geht immer weiter runter. Vorhin hatten wir 13,33, jetzt sind wir gleich bei 13,30. Also er balanciert, ohne dass ein Strom von extern zugeführt wird, ohne dass ich lade. Das heißt, der verheizt den Strom nicht, sondern er leitet ihn von dem einen in den anderen Akku. Und das können wir auch hier gleich nochmal schauen. Hier haben wir jetzt schon 13,19. Also hier lädt er wirklich den Akku auf. Wunderbar, und jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn ich den Akku lade, ob da der Ladestrom noch steigt. Ich habe hier von Red ODEO das Ladegerät für 29,2 Volt Ladeschlussspannung, also sprich für 24 Volt, für einen 24 Volt Akkupack oder einen 24 Volt Akku. Ihr bekommt bei Red ODEO ja auch 24 Volt Akkus. Und ich habe ja schon das Ladegerät für einen 12 Volt, 12,8 Volt Akku, ich glaube 14,6 Volt Ladespannung. Ladeschlussspannung hat das. Das habe ich ja schon seit letztem Jahr im Einsatz von Red ODEO und es funktioniert tadellos. Deshalb wollte ich auch für 24 Volt das entsprechende Ladegerät von Red ODEO haben. Und so schaut es aus. Glaube ich, von der Größe her sogar genauso groß wie das 12 Volt. Das Ladegerät verlinke ich euch natürlich auch in der Videobeschreibung. So, dann schließe ich das mal an. Und der Balancerstrom ist weiter bei ungefähr 0,4 und 0,5 Ampere. Die beiden BMS der Akkus, also Batteriemanagementsysteme, die die Akkus überwachen und bei sicherheitskritischen Zuständen abschalten, kommunizieren halt nicht miteinander. Und deshalb brauchst du diesen externen Balancer oder Battery Equalizer heißt das Teil. Ihr seht, es funktioniert. Er balanciert, ohne dass ich laden muss, wie das zum Beispiel bei dem BMS-System von meinem selbstgebauten Akku ist. Das balanciert ja nur, wenn man sich der Ladeschlussspannung nähert und es balanciert auch nur, indem es von dem Akku, der eine höhere Spannung aufweist, von der Zelle, die eine höhere Spannung aufweist, im Prinzip Strom ausleitet und in Wärme umwandelt, also verbrennt sozusagen, der shiftet den Strom von dem einen Akku in den anderen. Finde ich wunderbar. Ihr seht, es funktioniert. Der Ladestrom ist jetzt relativ gering, weil die Differenz beider Akkus sehr gering ist. Ihr habt auch gesehen, wenn ich das Ladegerät anschließe, wird der Strom nicht höher, sondern er bleibt da, wo er vorher schon war. Und halt bei 0,1, 0,2 Volt Unterschied ist der halt einfach gering. Wäre da jetzt ein größerer Unterschied, gehe ich von aus, wäre auch der Balancerstrom höher. Somit ist gewährleistet, dass über Dauer meine beiden Akkus immer einen identischen oder nahezu identischen Ladestand haben, nicht sehr weit von ihren Spannungen voneinander abweichen und somit keines der beiden BMS abschaltet, weil einer von beiden Akkus überladen oder unterladen ist. Beide Akkus werden also nahezu identisch geladen und wieder entladen. Die sind immer ungefähr auf dem gleichen Niveau und schwanken nicht. Und somit funktioniert das System, der Akkupack, dauerhaft und wartungsfrei. Den Balancer, die Akkus, das Ladegerät, Kabel, alles, was ihr benötigt, um zwei Akkus zu verschalten, um so ein System aufzubauen, verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe, das Video hilft euch weiter. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn ihr sehen wollt, wie ich mit so einem 24 Volt Akkupack eine Solaranlage aufbaue, dazu gibt es dem nächsten Video. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr noch nicht habt. Ihr könnt auch Kanalmitglied werden, wenn ihr die Videos vorab und ohne Werbung sehen wollt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal in meiner Werkstatt. Bis dahin. Ciao.